Musik macht mich munter, Musik macht mich stark. Oh, mich auch. Musik, die liebe ich an jedem Na, Tag. Na klar, Musik, Musik lässt mich tanzen und mich drehen. Oh ja, tanzen und drehen. Da kann ich auch ganz wunderbar gehen. Musik lässt mich hopsen, hopp, 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 hopp. Musik lässt mich springen im Galopp. Galopp. Herzlich willkommen zur 60. Folge Lebendiges Musizieren mit mir, der Veronika Zobel von Lebensrhythmus und natürlich mit meiner Freundin, der Millie Mathilda, Musiker, genau. Na klar, mit mir, der Millie Mathilda, Musiker. Hallo ihr lieben Kinder, wie geht es euch? Mir geht es super gut und prächtig. Wisst ihr noch, was in meinem Säckchen war? Das ist es, was ich von dem Herrn Nussknacker geschenkt bekommen habe. Ja, in dem Säckchen hier. Sag mal, Millie, hast du es wirklich geschenkt bekommen? Oder hat er dir das nur geborgt? Ich glaube eher geborgt. Also ich gebe das dann auch wieder zurück. Also wenn du es wieder zurückgibst, das würde ich ganz gut finden. Ich glaube, da freut sich auch der Nussknacker drüber. Und wahrscheinlich auch das Männlein Pfiffikus. Und sag mal, von wem hat denn eigentlich der Nussknacker das Säckchen bekommen? Na, von seinem Freund, dem Herrn Steinriesen. Habe ich das gar nicht erzählt? Ach, von Herrn Steinriesen. Nee, das hast du uns noch nicht erzählt. Ja, der Herr Steinriese, der mag nämlich auch so Steinmusik. Ja, genau. Und jetzt erinnert ihr euch auch, was drin war in dem Säckchen. Nämlich Steine. Frau Zobel, vielleicht können wir ja selber ein paar Steine für uns sammeln gehen. Dann kann ich den wirklich zurückgeben, den Sack. Ja, das ist eine gute Idee. Das werden wir machen. Wir werden uns unsere eigenen Steine sammeln. Und sag mal, hast du denn mit den Steinen da auch ganz viel experimentiert und ausprobiert? Na klar, jede Menge habe ich ausprobiert, was man mit den Steinen machen kann. Was, ihr auch? Oh, super! Na Millie, und was hat dir am besten gefallen? Was kann man denn da so mit so Steinen alles machen? Zum Beispiel balancieren auf der Hand oder auf dem Kopf. Das hat Spaß gemacht. Wollt ihr das mal probieren? Ja? Habt ihr alle einen Stein? Und wenn nicht, dann nehmt ihr einen Baustein. Der geht auch, da ist auch Stein dran. Ja, sehr gut. Also ich habe hier meinen Stein und den kann man sehr gut auf der Hand balancieren. Balanciere ich mein Steinchen, balanciere ich hier lang, balanciere ich immer weiter. Was? Woanders geht besser? Auf dem Handrücken? Okay, ich probiere mal. Balanciere ich mein Steinchen, balanciere ich auf dem Handrücken und hoch und runter. Oh, aufpassen, dass es nicht runterfällt. Was, auf welchen Körperteil sagst du, Millie? Na, auf dem Kopf. Probier mal auf dem Kopf. Auf dem Kopf? Okay, Stein auf den Kopf. Da muss man ja ganz gerade gehen. Balancieren auf dem Kopf, auf dem Kopf, auf dem Tropf. Balancieren. Oh, jetzt war er mir beinahe runtergefallen und ich habe doch hier unten Fliesen. Nicht, dass die kaputt gehen. Okay, muss ich sehr aufpassen. Aber ich habe noch eine Idee. Auf dem Arm. Balancieren auf dem Arm. Wunderbar, auch dass das geht. Balancieren auf dem Arm. Ja, 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 das geht. Geht auch auf der Brust. Sehr gut. Auf der Brust. Okay. Balancieren auf der Brust,
balancieren auf der Brust. Upsala, da rutscht er runter, dieser kleine freche Stein. Und auf dem Fuß? Auf dem Fuß? Auf dem Fuß. Balancieren auf dem Fuß. Balancieren auf dem Fuß. Balancieren auf dem Fuß. Und da rollt er wieder runter. Aber das ist doch gerade der Spaß dabei. Wisst ihr, was man noch damit machen kann? So rollen. Rollen, rollen, das geht super. Rollen, rollen, wunderbar. Okay, da fällt mir was ein. Oh, rollen, 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 rollen macht Spaß. Das habe ich auch gemacht. Ja, rollen geht super. Frau Zobel, was fällt dir denn ein? Na, mir fällt ein, dass du uns noch gar nicht das ganze Lied verraten hast. Aha, das fällt dir ein. Und mir fiel was auf. Tatsächlich? Dir fiel was auf? Was denn? Mir fiel auf, dass du die ganze Zeit Pika, Pika, klingeln Steine gesungen hast und mit einem ganz, ganz, ganz falschen Text. Stimmt, Millie, da habe ich improvisiert und dazu die Steine getragen oder was auch immer wir gemacht haben. Aha, was ist ein Impro, was bedeutet denn das? Improvisieren? Wie kann ich das erklären? Also ich habe einfach die Melodie genommen und dann überlegt, ja, was kann ich denn dazu singen? Was mache ich gerade? So einfach. Aha, da musst du ja ganz schön viel denken, oder? Und ganz schön schnell denken. Ja, das muss ich. Aber das macht mein Kopf so einfach so. Der denkt ganz schön schnell. Zumindest manchmal, nicht immer. Aha. Und kann dein Kopf auch ganz schnell mein Lied lernen? Also das Lied, was der Herr Nussknacker mir beigebracht hat, das geht nämlich am Anfang so. Habe Steine in der Hand, wunderschön und ganz verschieden. Aber das stimmt doch gar nicht, du hast doch gar keine Steine in der Hand. Stimmt. Gib mein Stein her, Frau Zobel. Da, bitteschön, da hast du einen Stein. Aber hast du nicht gesungen Steine? Stimmt, da hast du gut aufgepasst. Ich habe gesungen Steine. Also brauche ich mindestens zwei, sonst sind das keine Steine. Also bitteschön, da hast du Steine. Jetzt haben wir zwei, oder? Genau, richtig. Zwei wunderschöne Süßwasserquarzite. Ja? So heißen die Steine. Ja. Haha, mit zwei Steinen. Habe Steine in der Hand. Wunderschön und ganz verschieden. Habe Steine in der Hand. Jeder kann etwas erzählen. Erzählen? Was erzählen denn deine Steine? Warte mal. Lass mich mal horchen. Oh, meine Steine wollen hüpfen. Deine Steine wollen hüpfen? Was? Ihr wollt auch hüpfen? Ja, das geht. Vielleicht hüpfen wir erstmal mit den Steinen. Lasst mich mal meine Steine holen. Ha, da sind meine Steine, auch Süßwasserquarzite. Und die hüpfen jetzt mit mir. Hüpf, 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 hüpf. Nee, Frau Zobel, jetzt bist ja du gehüpft. Und gar nicht die Steine. Die Steine wollen hüpfen. Die Steine wollen hüpfen? So? Hüpf, 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 hüpf. Oh, da muss ich aber ganz schön aufpassen, dass die mir nicht daneben fallen. Sehr schön gehüpft. Und jetzt nochmal. Lasst uns zusammen singen mit den Steinen. Habe Steine in der Hand, wunderschön und ganz verschieden. Habe Steine in der Hand, jeder kann etwas erzählen. Oh, was erzählen denn die Steine jetzt? Oh, die wollen gerollt werden. Geht das? Na klar geht das und wie wunderbar das geht.
geht. Kommt, lasst uns gleich mal ausprobieren. Rollensteine, Rollensteine, rollen, 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 rollen. Rollensteine, Rollensteine, Rollensteine. Oh, man kann sie auch gegeneinander rollen. Oder mal gucken, ob sie sich treffen können. Ja! Super! Hui! Getroffen! Bäm! Au, ja, super gerollt! Und dann weißt du, wie es weitergeht jetzt mit dem Lied? Nee, was kommt denn jetzt für ein Teil? Etwa der Pika-Pika-Teil? Genau, richtig! Jetzt kommt der Pika-Pika-Teil. Sehr schön, den können wir schon. Pika, Pika, Klingensteine, Pika, Pika, immer zu. Pika, Pika, immer weiter, Pika, Pika, ich hör zu. Jetzt ergibt es auch einen Sinn. Ich höre nicht nur dem Pika, Pika zu, sondern auch den Steinen und was die erzählen. Genau! Und pass auf, wie es weitergeht. Eins und eins ist zwei. Genau! Reibe beide aneinander. Eins und eins ist zwei. Das ist coole Steinmusik. Eins und eins ist zwei. Reibe beide aneinander. Eins und eins ist zwei. Das ist coole Steinmusik. Sehr schön. Gleich nochmal von vorn. Habe Steine in der Hand. Wunderschön und ganz verschieden. Nämlich einen weißen und einen eher gelblich-bräunlichen Stein. Habe Steine in der Hand, jeder kann etwas erzählen. Was wollt ihr? Ihr wollt fallen gelassen werden? Okay. Pika, Pika, klingen Steine, Pika, Pika, immer zu. Pika, Pika, immer weiter. Pika, Pika, ich hör zu. Eins und eins sind zwei. Fallen beide auf den Boden. Eins und eins ist zwei. Das ist coole Steinmusik. Oh, die machen wirklich wunderschöne Steinmusik, wenn man sie auf den Boden fallen lässt. Aber man muss aufpassen, nicht von zu hoch fallen lassen. Nicht, dass der Fußboden kaputt geht. Sind ja schließlich Steine. Muss ich auch aufpassen. Habe Steine in der Hand. Wunderschön und ganz verschieden. Habe Steine in der Hand. Jeder kann etwas erzählen. Was wollt ihr? Jetzt wollen sie was in der Hand geschüttelt werden? Oh ja, das geht! Pika, Pika, klingen Steine, Pika, Pika, immer zu. Pika, Pika, immer weiter, Pika, Pika, ich hör zu. Eins und eins sind zwei. Schüttle beide in den Händen. Eins und eins ist zwei. Das ist coole Steinmusik. Sehr schön. Habe Steine in der Hand. Wunderschön und ganz verschieden. Habe Steine in der Hand, jeder kann etwas erzählen. Was, ob man euch auch stapeln kann?
Ich weiß zwar nicht, ob das Geräusche macht, aber aussehen tut's bestimmt schön. Können wir ausprobieren. Pika, pika, klingen Steine. Pika, pika, immer zu. Pika, pika, immer weiter. Pika, pika, ich hör zu. Eins und eins ist zwei. Staple beide aufeinander. Oh je, da brauch ich ein bisschen mehr Geduld. Übereinander stapeln. Meine wollen das aber gar nicht, dass sie nicht herunterfallen. Das gelingt mir heute nicht. Vielleicht, wenn ich ihn rumdrehe. Okay. Nee, Steine, ihr wollt nicht gestapelt werden. Manche Steine sind einfach zu rund. Die hier hat nämlich der Fluss rund gelutscht. So, nochmal versuchen. Vielleicht kriege ich es ja doch irgendwann hin. Milli, versuch mal deine Stapel zu stapeln. Vielleicht kriegst du es mit deinen hin. Jetzt! Jetzt habe ich es geschafft! Oh, Frau Zobel, hast aber lange gebraucht, um die zu stapeln. Mal schauen, ob ich das mit meinen hinkriege. Erst mal einen hinlegen. So. Und jetzt gucken, ob ich den da drauf kriege. Ha! Meine ging ganz leicht. Viel schneller als du, Frau Zobel. Super, Milli hat das viel schneller hingekriegt als ich. Millis Turm und mein Türmchen. Aber schön. Macht zwar keine Geräusche mehr, oder hört ihr was? Nee, macht keine Geräusche. Aber dafür sieht's schön aus, stimmt's? Oh, das ist total cool mit den Steinen. Vielleicht erzählen ja eure Steine, liebe Kinder, vielleicht erzählen die ja was ganz anderes. Und ihr habt noch andere Ideen, was man mit den Steinen machen kann. Oh, vielleicht könnt ihr uns das ja auch schreiben. Das wäre schön. Dann können wir das ausprobieren. Oder die Frau Zobel probiert das mit euch in der Musikschulzeit aus. Ja, das werden wir machen. Also wenn ich wieder zu euch in den Kindergarten oder in die Musikschule kommen darf, dann machen wir das. Oder eben ihr probiert es zu Hause aus und könnt mir auch gerne immer schreiben. Das war wunderbar. Aber Frau Zobel, ich glaube, jetzt müssen wir mal das Säckchen zurückgeben. Ja, ich glaube, jetzt ist es Zeit, das Säckchen mit den Steinen zurückzugeben und unsere eigenen Steine sammeln zu gehen. Au ja, lass uns rausgehen und Steine sammeln. Sag mal, Frau Zobel, ist es denn warm oder kalt draußen jetzt? Na, ich glaube, heute Morgen waren so 5 Grad. Warum fragst du? Naja, wenn wir jetzt Steine sammeln wollen, dann kriegen wir die ja gar nicht aus der Erde, wenn das so gefroren ist. Ach so, nee, bei 5 Grad plus, da ist kein Boden gefroren, da können wir die Steine gut sammeln. Super, das ist ja wunderbar. Da möchte ich gleich los, ja? Okay, liebe Kinder, tschüss, bis bald. Ihr könnt ja auch Steine sammeln gehen. Und vielleicht, wenn ihr die Frau Zobel trefft, sie mitbringen und zeigen. Und dann könnt ihr vielleicht zusammen Steinmusik machen, oder? Was denkst du, Frau Zobel? Na klar, das ist eine super Idee. Da könnt ihr die Steine mitbringen, ne? So 1, 2, 3. Eigentlich braucht man ja bloß 2 Steine für unser Steinlied. Genau. Aber wenn ich einen Turm bauen will, dann brauche ich mehr Steine. Vielleicht kriege ich das ja hin. Also ich glaube, hier bei uns auf dem Feld gibt es jede Menge Steine. Da wirst du schon was finden. Okay, dann viel Spaß euch beim Steinesammeln und uns natürlich auch. Bis bald. Tschüss. Oh ja, jetzt kommen wir, lass uns schnell anziehen und Steine sammeln.